zufälligerweise ein Mikrofon hier dran. Wir sind Fritz besuchen nämlich. Welcome. Wir sind in Bamberscheid. Wir besuchen nämlich Canyon jetzt die nächsten 3 Tage und gucken uns mal an, was die hier so machen, die Jungs und Mädels. Wir fangen heute an mit Station Nummer 1 in Bamberscheid. Das, was Fritz gerade eben gesagt hat. Da haben wir aber gleich noch jemanden, der uns dann ganz genau erklärt, was es hier alles zu sehen gibt und warum und überhaupt. Und die nächsten 2 Tage sind wir dann nochmal in Koblenz und dann gucken wir uns auch an, wo Fritz lötet übrigens. Mein Lötplatz. Okay, wir sehen uns drin. Okay. Das wird schwierig jetzt gleich, glaube ich. Ich merke jetzt schon, dass ich mit der Aufmerksamkeit überall versuche zu sein. Das ist Philipp übrigens. Hallo Philipp. Moin, hi. Magst du dich kurz vorstellen vielleicht? Ja, ich bin Philipp. Ich bin hier bei Canyon als Studio Producer im Fotostudio. Heißt, ich bin daran beteiligt, die ganze Organisation zu machen. Fotos von den Rädern, Special Requests. Wir fotografieren gerade ganz viel Gear hier. Magst du uns vielleicht mal so eine grobe Einordnung geben, wo wir jetzt hier gerade sind? So, weil wir sind jetzt nicht im Headquarter in Koblenz. Nein, wir sind im schönen Westerwald in Bamberscheid. Und hier sind wir seit, lass mich nicht lügen, 1,5, 2 Jahren mit Fotovideostudio, komplett Marketing, Logistik, Marketing-Bikes und Pro-Sport. Okay. Und unser komplettes Event-Setup ist auch hier gelagert und wird dann von hier aus europaweit, weltweit verschickt. Okay, das heißt, das hier ist eigentlich der Bereich, der für den Kunden nicht so wirklich einsichtig ist? Gar nicht. Genau. Also wir haben schon 1, 2 Kunden hier vor der Tür stehen gehabt, die haben das Logo gesehen, haben sich gedacht, auch könnt ihr mir hier mal kurz den Schlauch wechseln? Das haben wir dann natürlich auch gerne gemacht, aber grundsätzlich ist Kannst hier... Kannst du einen Schlauch wechseln? Ich kann einen Schlauch wechseln. Ich fahre aber tubeless. Also hier ist kein Kundenverkehr, hier ist wirklich nur Ambassadoren, Pro Sport kommen mal vorbei mit ein paar Teams. Viele Journalisten sind hier. Wir machen hier auch gerne mal so Pressecalls von neuen Rädern oben im Videostudio. Aber sonst ist hier wirklich nur intern. Okay. Ja, gehen wir mal rum. Hier ist die Waschhalle. Hallo. Kleine Werkstatt. Auch hier werden Eventräder geserviced nach dem Event. Den kenne ich. Der liebe Mario. Genau, auch Outleträder vorbereitet. Daily Business quasi. Ja. Ja, für euch ist das Daily Business. Für uns ist Daily Business, genau. Weil, also gerade gesagt hast, ja, hier hinten ist ja nur Lager. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Also, ja, hier es ist halt nur ein Lager. Genau. Also hier stehen Eventräder aus der Eventflotte. Hier stehen aber auch zum Beispiel zwischengelagerte Shootingräder. Also hier ist wirklich... Das heißt, hier müssen wir jetzt schon ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Hier könnte auch was Neues dazwischen stehen. Genau. Magst du mir jetzt bitte nochmal ganz konkret sagen, was jetzt hier für Fahrräder stehen? Also sind das Räder, die dann letztlich auch beim Kunden zu Hause landen, wenn er die auf die Homepage bestellt? Jein. Also, wir müssen natürlich jedes Rad fotografieren, was wir verkaufen. Ja. Das heißt, die Räder, die hier stehen, kann natürlich jeder Kunde für sich kaufen. Ja. Aber es ist natürlich die Frage, wenn so ein Rad ein Jahr in der Eventflotte war, inwiefern kann man es noch so wieder herrichten, dass es an einen Kunden gehen kann. Aber es ist natürlich das Ziel, auch mit unseren Shootingrädern, weil wir brauchen halt jedes Rad in jeder Farbe, in jedem Spec, ja. Was halt hochgerechnet auch ein paar Räder sind im Jahr. Und da willst du ja nicht das neue Rad eigentlich wegschmeißen, nur weil du es einmal fotografiert hast und es nicht mehr als neu verkaufen kannst. Verstehe ich. Und dafür haben wir das Outlet. Also im Endeffekt, das große Ziel ist natürlich, dass eigentlich jedes Rad, was irgendwie mal im Studio war, auf dem Event war, dass das am Ende noch im Outlet verkauft werden kann für einen reduzierten Preis. Okay. Aber einfach, dass man die Räder bestmöglich verwertet und einfach verkaufen kann. Okay, das heißt, hier in dem Lager steht jetzt jedes Fahrrad, was es auf der Canyon Homepage gibt, in jeder Größe, mit jedem Spec? Ja. Ja. Okay, alles klar. Also bei Events... Ich weiß nicht genau, wie die Eventflotte aufgebaut ist, aber da wird natürlich meistens ein etwas höherer Spec gezeigt. Aber klar, gerade fürs Studio, wir brauchen jedes Rad. Also mindestens einmal ist eigentlich jedes Rad hier. Okay.
Alles klar. Hier ist jetzt richtig Lager. Ja. Also wirklich hier die ganze Etage. Wir können auch mal ein bisschen weiter hier hingehen. Und da lang gucken. Oder filmen. Also hier ist wirklich Teile. Teile. Auch aufgeteilt. Wir stehen jetzt gerade im Pro-Sport-Bereich. Ja. Wo halt Pro-Sport einfach Teile für Teams und auch Einzelathleten natürlich hat, um eventuell auch Räder aufzubauen. Und alles ab dem roten Regal ist Marketing. Also Shootingräder, Marketingräder, Ambassadorenräder, wird alles hier gebaut, weil wir auch einzelne Räder einfach selber aufbauen. Okay, das heißt, das hier sind alles Räder, die dann auch in dieser Saison dann irgendwo Teile auf der Straße zu sehen sind. Genau, Straße, also da hinten ist Gravity, hier ist weiter Mountainbike und das ist alles Straße und Triathlon. Krass. Da ist der Vincent. Hallo Vincent. Triathlon. Hallo. Pro-Sportmechaniker. Genau. Und das ist hier deren Reich. Okay, alles klar. So, ich habe hier noch ein wichtiges Detail schon entdeckt übrigens. Muss man ja auch mal hervorheben. Okay, was gucken wir uns als nächstes an? Jetzt gehen wir ins Fotostudio. Jetzt wird es für dich interessant, Jakob. Geil. Fotostudio. Der Grund, warum wir nur unsere schöne große Hohlkehle zeigen, ist, dass hinter der Kamera nur Räder stehen, die wir nicht zeigen dürfen, weil es alles neue Räder sind. Ja, das ist natürlich. Kann ich einmal so ganz kurz rüberschwingen? Nee, ich glaube nicht. Also es ist natürlich schon schade jetzt, weil also alleine ich sehe jetzt hier Sachen, die sind schon. Ja. Die sind schon doll. Die habe ich auch noch nie auf der Straße gesehen, nur auf der Website, wenn überhaupt. Krass, ey. Das ist unser Job. Nee, also grundsätzlich wirklich, wenn du neue Räder sehen willst und bei Canyon arbeitest, musst du entweder in die Entwicklung gehen oder wenn du das wirklich finale Produkt sehen willst, musst du zu uns. Ja, tut uns jetzt natürlich ein bisschen leid, dass wir euch da so auf die Folter spannen müssen, aber so ist es nun mal. Man wird das verstehen. Nichtsdestotrotz, ihr habt hier ein Fotostudio. Ja. Warum? Weil Canyon Anlaufpunkt Nummer 1 ist unsere Homepage einfach. Und dementsprechend müssen wir, wie vorhin schon gesagt, jedes Rad in jeder Farbe, in jedem Spec einmal fotografieren. Damit der Kunde wirklich jedes Rad auch sieht, was er haben möchte. Weil er ja nicht in den Laden gehen kann und sagen, ich gucke mir mal das Rad an oder das. Ja. Außer er ist halt in Koblenz im Showroom. Ja. Und dementsprechend müssen wir hier jedes Rad wirklich fotografieren. Okay, ich habe mich mit Markus, der taucht wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwann im Video auf der Fahrt hierher schon unterhalten. Der hat das schon so ein bisschen erklärt und meinte auch, dass tatsächlich jedes Rad, was man auf der Webseite sieht, auch ein wirkliches Rad ist. Ja. Das heißt, da ist nichts 3D gerendert oder sonst irgendwas. Ne? Nein. Also wir könnten ein bisschen was Retuschiertes zeigen beim Retoucher. Halt quasi schon aktuelle Räder, die auf der Homepage sind. Ja. Dann gehen wir einmal zum Chewy. So, das ist das previous 2023 Spectrum. And these are all the bikes that we have. And this is how we actually do the frame swapping. We cut piece by piece, and build them up, and you have the complete bike. So on the website, you will see nothing move, just the frame. Okay. Even all the logos are retained. I see. So your job is just retouching bikes? Yes. The whole day. Ja, ich glaube, das sind so Sachen, die hat man nicht so wirklich auf dem Schirm. Ne? Ja, aber er hat euch gerade gezeigt, wie er die Rahmen tauscht quasi. Ja. Heißt aber trotzdem nicht, dass wir die Räder nicht alle fotografieren. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, sorgt er ja nur dafür, dass sich die Bilder auf der Webseite nicht bewegen sozusagen. Ja. Ne? Also, und das sind ja so Kleinigkeiten, da achtest du ja als Kunde, fällt dir das ja gar nicht so auf. So, aber da steckt natürlich ein riesen Prozess dahinter, damit jedes Bild halt exakt so aussieht wie das davor. Ja. Dass das von den Größen her und so alles so passt, das ist natürlich schon gigantisch. Und schon alleine so eine Speiche freizustellen übrigens, Jakob, kann ich mir, das ist wahrscheinlich ein richtig großer Spaß. Ja, okay. Ja, krass. So. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen erschlagend gerade. Und das wird vor allem die nächsten Tage ja auch nicht besser. Das sagen viele, die hier reinkommen. Also wir hatten auch schon viele Journalisten hier, auch aus den USA, weltweit, die hier reinkommen und denken oder sagen, okay, krass, hätten sie nicht gedacht, dass da so ein Komplex hintersteckt und aber auch so ein Aufwand, der einfach gemacht wird. Ja. Ja, und ich finde, bei solchen Sachen ist es ja, glaube ich, auch immer ein sehr, sehr guter Indikator,
wenn man halt eben nicht auf ersten Blick checkt, wie viel Aufwand da dahinter steckt. So. Und ich glaube, da, das hat jetzt einfach niemand auf dem Schirm, dass hier irgendwie 12 Leute dafür beschäftigt werden, nur damit man sich die, nur damit man sich die Bikes auf der Homepage angucken kann. Und wir machen ja, wir machen ja nur Studio. Also wir haben ja noch die Leute, die halt wirklich auf die echten Shootings gehen, die ganze Zeit. Ja. Also das ist halt auch nochmal noch mehr Aufwand. Okay. Ey, das ist so viel hier. Also einfach alles ist hier unfassbar viel. Hier und stehen jetzt auch mehr. Noch, ja, das freut mich. Und das wird ja vor allem, wie gesagt, auch morgen noch viel besser so. Da kommt ja dann noch mehr dazu aus dem anderen Bereich. Effekt. Ja. Ach, sehr schön. Und wir gucken uns morgen dann alles in Koblenz auch noch an. Und übermorgen ja auch noch. Das ist ganz schön krass. Und ich würde hier am liebsten, glaube ich, jetzt einfach auch mal rumgehen und mir das alles angucken, was es hier so gibt. Aber also damit, da sind wir noch 3 Tage beschäftigt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den nächsten Raum. Was ist der nächste Raum? Der nächste Raum ist Pro Sport. Ja. Pro Sport. Werkstatt. Dürfen wir hier zeigen? Alles. Das, was da hinten steht, wahrscheinlich schon mal nicht. Ist das Älteres? Doch, das ist das Kosmos, könnt ihr euch zeigen. Im Endeffekt nur sind 2 Bikes, glaube ich, nicht. Also die zwei das Jungs. Speedmix da hinten? Das ist auch in Ordnung, das ist ein altes, das ist alles egal. Das ist alles egal. Nicht zeigen? Das Bike ist auch in Ordnung an sich. Also nicht zeigen? Okay. Also auch im Pro-Sport gibt es Dinge, die ihr nicht sehen dürft. Das ist vollkommen in Ordnung. Hier arbeitet zum Beispiel der Vince, den wir im Lager schon getroffen haben. Ja. Insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5 Pro-Sport-Mechaniker, Schrägstrich, Supporter, die gerade was so Einzelathleten angeht, im Triathlon oder jetzt auch viel im Gravel, halt da sowohl hier den Support machen und aber auch vielleicht bei Rennen einfach supporten. Okay, und wenn jetzt angenommen Team Movistar sagt, die brauchen jetzt für, was weiß ich, Datum XY für das komplette Team Räder, dann werden die auch hier aufgebaut? Nein. Sondern? Also die großen Teams, lass mich nicht lügen, nicht mal im Bereich, die kriegen nur Material. Und die haben halt auch gerade was ein bisschen Phoenix zum Beispiel angeht oder Movistar, die haben einfach ihre eigenen Leute, die kriegen von uns halt die Parts geliefert. Okay, also check. Die Rahmen alles bauen klar. Dann selber auf. Gut, gut zu wissen. Ja. Ja, auch hier wieder, Jakob. Das sind echt schöne Sachen. Das tut mir ja schon fast leid, dass ich das jetzt die ganze Zeit sage, aber ja, da werden wir jetzt mit unseren eigenen Augen drauf gucken und ihr müsst uns einfach glauben, dass das alles wahnsinnig gut ist, was man hier sieht. Also vielleicht können wir jetzt ja mal nachfragen und wenn das so ein paar Details irgendwie aufnehmen können, damit wir euch nicht ganz im Regen stehen lassen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Das Speedmax da hinten. Das war Markus. Frag mal Markus. Hallo, mal. Markus. Ja, wir fragen Markus mal. Markus. Vince baut gerade das neue Rad für Hayden Wild auf. Unser Aero Cosmos Design. Das war ein Limited, was wir jetzt gelauncht haben. Und genau, haben damit dann auch einen Profi, der die Artwork fährt. Das wird immer wieder ein bisschen durchgeswitcht. Jetzt mit den Rennen vor Olympia wird auf dem Bike vertreten sein. Genau. Dann halt unser Mechaniker Vincent, der halt dann Pro-Sport macht im Triathlon. Das teilt er sich mit Jens Neuwert und genau, kümmert sich hier um Hayden Wild. Seine Räder. Es geht ja noch weiter. Auch vielen Dank für den Einblick. Genau, wo geht's als nächstes hin? Jetzt geht es in unser Videostudio. Videostudio. Und da dürfen wir tatsächlich mehr zeigen als sonst. Das außer eine Ecke dürfen wir fast alles zeigen. Das hätte mich jetzt aber auch überrascht. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Hast du, Mate, hast den Lenker gesehen? Den? Das kennt man aus, das ist vom Konferenz. Wollte ich gerade sagen, das kennt man ja irgendwoher, der aufmerksame Zuschauer das kennt. Ja, sag uns mal trotzdem, um jetzt hier stehen. Wir sind jetzt in unserem hauseigenen Videostudio, ja, was wir auch mit dem Umzug nach Bamberscheid hier uns haben eingerichtet haben, mit dem Hauptfokus auf Service-Content tatsächlich. Okay. Service-Content heißt, wie packe ich mein Rad aus, wie baue ich es auf, wie stelle ich meine Bremse ein. Also einfach, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, wenn er Fragen hat oder wenn er nicht weiterkommt, weil er irgendwie gerade sein Rad mal selber servicen will, einfach da eine Hilfestellung zu geben. Ja. Weil es natürlich einfach wichtig ist, da einfach auch am Kunden zu bleiben, einfach den Support zu liefern, den wir nicht liefern können in einem Radladen zum Beispiel. 2 Sets, einmal unser etwas moderner, minimalistischer gehaltenes Road- und Urban-Set. Ja. Und auf der anderen Seite sind wir dann so bei der 70s-Show mit für Mountainbike und Gravel. Auch hier
alles intern, in-house. Also wir haben unsere eigenen Videografen. Hallo. Wir haben unsere eigenen Editor. Hallo. Genau. Weil wir haben viel mit extern halt gearbeitet vorher für den Service-Content. Ja, aber es ist intern ist einfacher. Und auch hier dann mit eigenem ja. Set. Ja. Schon cooler. Ja, das ist ein kleines Filmstudio. Ne? Das kann man schon, damit kann man. Und einen Hund gibt es ja auch, ein Bürohund. Ja. Ich hörte auch davon, dass wir morgen Gäste bekommen. Morgen bekommen wir auch Gäste, ja. Okay, alles klar. Die kennt man auch, ne? Die kennt man auch. In der Szene. Aber wir haben uns ja heute schon daran gewöhnt, dass wir Sachen nicht zeigen oder sagen dürfen. Ja, das stimmt. Genau. Das ging übrigens beim Mittagessen schon los vorhin, dass wir. Da kamen schon so ein paar Gesichter rein, die man auch kennt, ja. Auf jeden Fall. Wo wir jetzt natürlich auch nicht wussten, dass der eine oder andere hier ist. Profiathlet, ehemaliger Profiathlet vielleicht. Ja, also ich bin hier auch schon reingekommen und stand mit offenem Mund da, weil auf einmal eine gewisse Person vor mir stand, die ja. Man so nicht erwartet hätte. Ja. Ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Sehr gerne. Wir haben uns jetzt Bamberscheid angeschaut. Ich fasse es, versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Bin gespannt. Hier passiert quasi alles das, was das Rad zum Verkauf bringt. Also alles, was man auf der Website sieht, damit ihr zu Hause das Fahrrad euch anschauen könnt, damit ihr ja. Dann letztlich das Fahrrad auch bestellen könnt. Wobei jetzt der Verkaufsprozess hier noch nicht mit angegliedert ist. Aber einfach nur so das Optische, ihr seht das Fahrrad zu Hause, wie es dann letztlich auch bei euch zu Hause ankommt. Genau. Klamotten genauso, ja. Das passiert alles ja. Hier. Plus die Räder, die einzelne Athleten bekommen. Genau. Da wird sich ja auch ganz, ja. Ganz viel drum gekümmert. Das heißt beispielsweise Jan Frodeno, das Radl wurde hier wahrscheinlich auch ja. Immer auf und ab gebaut. Genau. Und okay. Das Rad von Mathieu, bekommt er hier auch Einzelheiten ja. Dran? Nee, ne? Dachte also, ich mir schon fast. Die kommen dann, wir haben ja auch Räder im Showroom stehen, in der Hall of Fame. Mhm. Die Räder kommen manchmal hier durch. Aber das ist großes Team, der kriegt seine Räder vom Team selber. Okay, ich glaube, das fasst so ein bisschen zusammen. Vielen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut. Und wir machen jetzt gleich noch was anderes, wo ich mich jetzt auch schon ganz besonders drauf freue. Aber bevor es soweit ist, trinken wir jetzt noch einen Kaffee und du musst jetzt los. Ich muss jetzt los. Muss noch ein bisschen arbeiten. Ja, du arme Sau. Dankeschön für deine Zeit auf jeden Fall. Philipp muss jetzt leider schon los. Der hat uns jetzt hier gerade alles gezeigt. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wo er weg ist und wo es hier insgesamt ein bisschen ruhiger geworden ist, da setzen sich jetzt so nach und nach auch die Eindrücke. Wir sind noch aus einem ganz anderen Grund hier, nämlich zumindest ist diejenigen bei uns im Pack, die Aeroad fahren, holen heute ihre Teambikes ab. Und Canyon sagt immer, dass es super einfach wäre und dass das eigentlich jeder hinbekommt, dieses Fahrrad aufzubauen. Und damit ihr das glaubt, machen wir jetzt mal Folgendes. Was passiert jetzt? Hallo Jakob. Hallo. Bauen wir das Fahrrad auf jetzt. Also so sieht es dann jetzt im Karton aus, ne? So kommt es auch bei euch zu Hause an. Eigentlich fast schon fertig aufgebaut. Also man stellt sich das immer so vor, dass es in so Einzelteilen kommt und dass du alles aufbauen musst. Aber ich glaube, das sieht ziemlich machbar aus. Okay, wollen wir anfangen? Jo. Also jetzt alleine mit dem Deckenlicht hier, was ja so relativ blau ist, sieht das jetzt schon richtig gut aus. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn da die Sonne richtig drauf knallt. Ja, also wir sind hier noch nicht ganz fertig. Nicht, weil ich jetzt hier noch einen Garmin-Mount dran schraube, sondern weil da kommt noch so ein bisschen Verzierung drauf vor allem. Und Fritz darf jetzt auch noch was auspacken. Der hat jetzt nämlich auch noch mal kurz Weihnachten. Fritz? Ja? Bist du soweit? Was lass uns? Hallo und herzlich willkommen, Christiane. Hallo, Vorsicht, Speedmax Klappe die erste. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam an so einen Punkt, wo wir ein bisschen schneller laufen müssen. Auch, ne? Was haben wir hier? Oh mein Gott.
geil, oder? Beide Räder, sowohl das Aeroad als auch das Speedmax, sehen wir dann morgen komplett fertig aufgebaut. Ja. Also für euch jetzt gleich, für uns dann morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Tag 2. Also für euch jetzt wahrscheinlich immer noch Part 1. Die Fahrräder sind jetzt zwar erstmal aus dem Karton raus, aber so ganz fertig sind die noch nicht. Und das hat man ja noch gar nicht gesehen, wie die dann jetzt final aussehen werden. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt direkt mal als allererstes an. Ingo ist schon drin, Andi ist glaube ich auch schon drin. Andi ist nämlich der nette Mensch bei Canyon, der uns dann helfen wird, die Fahrräder auch noch zu finalisieren. Da ist Andi, das ist der wichtigste Mann heute. Guten Morgen, Kaffeelieferung, Andi. Oh, mega. Ich habe es fast tropffrei geschafft. Danke. Das ist Andi. Okay, das dürfen wir auch noch nicht sehen, Henning. Boah, also ich seh's schon. Ey, das ist schon episch. Also Andi, ich würde den Job so beschreiben, alles was bei Canyon schön aussieht, wird von Andi zumindest drauf gemacht. Beklebt. Produziert. Ja, produziert. Ja. Beklebt und produziert. Jedes Pro-Rad geht durch deine Hände. Nur die ganz speziellen Dinger. Das heißt, heute bekleben wir noch die. Das ist hier von Juli. Juli. Julis Rad. Bekleben wir jetzt. Magst du vielleicht aber noch mal ganz kurz sagen, wer du bist überhaupt? Ja, hey. Also wir kennen dich ja jetzt schon. Genau, ich wollte gerade sagen, ihr kennt mich ja, Ingo kennt ihr schon länger. Ja, ich bin Andreas, bin der Werbetechniker hier bei Canyon und mache alles, was interne, externe Beschriftungen betrifft, heißt Showroom-Beschriftungen, Poster für den Showroom, Fahrradbeklebung für Special Edition, like Red Race und. Noch super viele Sachen mehr, wie Fahrzeugbeschriftung etc. Die Liste ist ewig lang. Bin jetzt seit 2018 hier, ungefähr 5,5, fast 6 Jahre. Und ja, und hoffe, ich bin noch ein bisschen länger da. Magst du uns mal sagen, was wir heute überhaupt machen? Ja, wir bekleben heute eure neuen Teambikes für 2024. Und dafür habe ich schon mal was vorbereitet. Würde ich einfach sagen, starten wir jetzt einfach mal mit dem Kleben. Gerne könnt ihr übernehmen, ich kann es auch übernehmen, ich kann es euch zeigen, wie ihr das wollt, wie ihr möchtet. Ich sag mal so, es ist ja Ingos Fahrrad, das heute hier beklebt werden soll. Dann lass es lieber Andi. Von daher können wir es auch nicht packen. Ich auf keinen Fall. Ich finde es einfach nur mega spannend. Let's go. Wir starten mit Julis Speedmax. Habe ich jetzt gerade einfach schon mal eingespannt. Da werden wir auf der Gabel jeweils rechts und links einen Aufkleber anbringen und auf der Kettenstrebe jeweils rechts und links noch ein Logo, Namenssticker und dann können die Triathleten in die Saison starten. Ja, finde ich gut. Ja, dann starten wir einfach mal. Ja. Okay, bevor wir jetzt bekleben, gucken wir uns aber das Design auch nochmal an. Wir haben es ja jetzt schon auf dem Tisch liegen gesehen. Aber das kommt ja nicht, also das kommt ja jetzt nicht einfach so aus der Maschine raus, so, ne? Das ist ja schon auch ein relativ langer Prozess, genau, bis du es dann in den Drucker schicken kannst. Genau, richtig. Also wir sind hingegangen, beziehungsweise unser Grafiker ist hingegangen und hat nach den Vorgaben oder Angaben, die ihr oder euren Wünschen schon mal in Design erstellt für beide Räder. Und zwar sind wir dann hier beim Speedmax für Fritz, Ruben und Juli. Die drei bekommen jeweils dann vorne auf der Gabel. Okay, falls man sich jetzt fragt, warum das gelb ist übrigens, vielleicht wird das Kit dieses Jahr vom Red Pack in gelb sein. Und das Design, und das finde ich eigentlich das Geile, ich weiß nicht, wie es jetzt die letzten Jahre war, da hatten wir ja schon auch immer ein Wörtchen mitzureden, aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass das Design von uns kommt. Also ich habe das gemacht und habe dann mit Lukas irgendwie so hin und her getextet, was dann jetzt möglich wäre umzusetzen und was nicht. Und ihr habt uns dann quasi gesagt so, ja, nee, das geht so nicht, das müssen wir hier nochmal anpassen, das passt von der Positionierung her nicht. Genau. Und jetzt letztlich ist das rausgekommen. Ich habe die jetzt so positioniert, dass sie vernünftig auf dem Rahmen sichtbar sind oder zu sehen sind und bin dann hingegangen, da die Logos etwas zu klein sind zum Ausplotten aus einer Folie und bei euch über Lack kommen, bin ich dazu oder habe ich die Idee gehabt, das ganz einfach zu drucken
Und zwar sieht das nachher ein bisschen, also es sieht sehr lustig aus. Wir haben die passenden Formate der Rahmen von den Ingenieuren. Und es sieht so ein bisschen aus wie ein, ja, man sieht es hier, sieht so ein bisschen aus wie, wie ein Schmetterling. Man muss sich jetzt vorstellen, das ist nachher die Sitzstrebe. Das heißt, das kommt dann jetzt im Ganzen wie so eine Folie über den eigentlichen Lack. Genau, es ist nachher eine klare Folie, die auf den Lack kommt. Man sieht es nicht, da die Räder nachher silber werden. Ja. Der Druck ist schwarz. Man sieht eine ganz leichte Kontur nachher hier. Ganz, ganz leicht. Aber derjenige, der es nicht weiß, sieht es nicht. Also Transparenz, da hängen ja auch schon Fahrräder, die jetzt fertig beklebt sind. Ich habe sie mir jetzt immer noch nicht angeschaut tatsächlich, weil ich mir das nicht nehmen möchte. Von daher schlage ich vor, wir bekleben die jetzt mal. Ich bin super gespannt, wie das am Ende aussieht. Ingo und ich hatten so ein bisschen Bedenken, dass man das ja sieht, dass dann da so eine Folie drüber ist. Die Fotos, die du uns jetzt schon so vorher mal rübergeschickt hast, da habe ich nichts gesehen. So, von daher bin ich mal gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. Cool. Ich sehe ja schon wieder 1000 andere Sachen. Aber wir fangen jetzt mal an zu bekleben. Genau. Fleißig beklebt. Wir haben jetzt noch das Rade von Ingo gemacht, wir haben das Rade von Juli gemacht, von Ruben. Genau. Also du hast das gemacht vor allem. Wir haben noch mal ein bisschen was gedruckt und so. Und wir haben jetzt in der Zwischenzeit noch mal andere Teile angebaut, nämlich die, die wir von unseren anderen Partnern und Sponsoren noch bekommen. Aber ich glaube, das zeigen wir jetzt lieber draußen, Jakob, oder? Ja. Ja, ne? Mit so einem guter Musik auch. Ganz und so ein bisschen Zeitlupe auch. Boah. Und so guten Kameraaufnahmen. Und dann so ein bisschen Regen noch in Zeitlupe. Das wäre schon, sicko, oder? Also, wir sind jetzt, glaube ich, hier erstmal fertig. Wir waren gestern in Bannmarscheid, haben uns da angeguckt, was da so marketingmäßig in-house passiert, was übel krass war, um ehrlich zu sein. Wir haben die Räder heute mit Andi zusammen beklebt. Wir haben uns mal angeschaut, wie das Design dann letztlich aufs Rad kommt. Was wir uns aber noch nicht angeschaut haben, ist, wie die Räder eigentlich gebaut werden. Das machen wir jetzt gleich. Wir gehen jetzt erstmal Mittagessen. Wir sehen uns dann im zweiten Teil des Videos wieder. Und wir sehen uns dann jetzt gleich sofort wieder. Also, bis später.